Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultima 5. Wir wollen erstmal kurz ins Serpenthold, um ein bisschen shoppen zu gehen. Wir wollen nämlich eine Hellebarde kaufen. Können wir das hier machen? Wir wollen eine Hellebarde kaufen. Ja, mehr Gatwin für die, aber gerne. Und da kaufen wir auch gleich noch eine. Yes, sehr schön. So, und wenn wir schon mal hier sind, ja, ja. Sell, wir können eine ganze Menge verkaufen. Das können wir verkaufen. Das können wir verkaufen, 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 das können wir verkaufen. Können wir alles verkaufen. Das behalten wir alles. Wir haben noch einen weiteren Protection Ring. Okay, da wollen wir mal gucken, wer kann den denn. Wer hat den denn im Moment an? Also, du hast einen Protection Ring. Du hast einen Protection Ring. Du hast einen Protection Ring. Du hast einen Protection Ring? Okay, na gut. Haben schon alle einen. Dann gehen wir mal und setzen uns in unser Schiff. Und genau, mir ist noch eine Sache eingefallen. Wir können noch etwas anderes machen, bevor wir... wo ist das blöde Schiff? Hier. Bevor wir uns um die nächste Chart des nächsten Shadow Lords kümmern. Wir können... wir haben ja erfahren, dass von dem Kollegen, irgendeinem Kollegen aus irgendeinem Lighthouse, dass es auch in diesem Spiel offensichtlich Whirlpools gibt, die Schiffe in die Unterwelt ziehen. Wir wissen von der aus dem Journal von der Expedition von Lord British, dass die da auf der Suche nach jemandem, nach einer Gruppe von Leuten waren, die da schon irgendwie schon mal in der Underworld waren. Und die haben sie ja offensichtlich nicht gefunden und wir haben ja auch niemanden gefunden da unten. Vielleicht sind die ja über den, nicht über den Wasserfall in die Unterwelt gelangt, sondern über einen dieser Whirlpools, die wir ja auch aus Ultima 4 kennen. Das Dumme ist, dass wir noch keinen einzigen Whirlpool gesehen haben. Also kann ich mich zumindest nicht daran erinnern, ob wir schon einen gesehen haben, und das ist relativ unzuverlässig. Und es gibt eine alternative Möglichkeit. Dahin zu kommen, nämlich indem wir durch ein Dungeon durchgehen, und das ist glücklicherweise das einfachste Dungeon im Spiel. Deswegen können wir uns das durchaus zutrauen, das sollte nicht allzu schwierig sein. Nämlich das Dungeon, vor dem wir auch schon mal eine Weile gestanden haben, weil ich ein bisschen doof war, nämlich Despise. Und Despise befindet sich... Wo sind wir hier? Despise befindet sich ziemlich genau im Norden von hier. Mal gucken, wie wir hier über die Berge... Wie wir über die Berge kommen. So. Okay. Müssen wir uns auf dem Weg dahin noch ein bisschen prügeln. Warum denn nicht? Vielleicht finden wir noch interessanten Loot. Ich hätte gedacht, ich habe diesen Hinweis allerdings nie gefunden. Ich hätte gedacht, dass wir von irgendjemandem erfahren, dass man, wenn man dahin will, wo die Whirlpools die Schiffe hinziehen in der Unterwelt, dass man dann durch Despise durch muss. Es kann sein, dass es diesen Hinweis einfach nicht gibt oder dass wir ihn einfach nur nicht gefunden haben. Ich weiß echt nicht mehr, wie es genau ist. Auf jeden Fall, wenn wir durch Despise durchgehen, kommen wir in einen Bereich der Unterwelt, der
über zwei Wege zu erreichen ist, nämlich einmal über ein Whirlpool und einmal über das Dungeon Despise. Das ist also, die Unterwelt ist ja so eingeteilt in verschiedene, achso, außerdem müssten wir mal rasten. Eingeteilt in so verschiedene Bereiche, die man, die man über verschiedene, über die verschiedenen Dungeons erreichen kann. Und die sind vom Prinzip abgetrennt voneinander. Also man kann nicht von... Also man kann üblicherweise... also manchmal führen mehrere Dungeons zu einem abgeschlossenen Underworld-Bereich, aber man kann nicht von jedem Dungeon-Exit zu jedem Teil der Unterwelt kommen. Also man kann die Unterwelt quasi nicht in Gänze erkunden. Man kann das nur in Teilen immer jeweils machen. Und... dieser Teil, den wir jetzt mal erkunden wollen, ist der mit... ist der mit... dem Ort, wo die Schiffe hinkommen, wenn sie durch die Whirlpools fahren. Und wie sich herausstellen wird, ist das auch schon jemand passiert. Das ist nämlich genau die, ich nehme mal an, dass das die sind, die Lord British gesucht hat mit seiner Dings Expedition. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Yes. Auf jeden Fall haben wir da noch etwas zu finden. Ist nicht wirklich... Oh, das ist praktisch. Das ist praktisch. Es ist nicht wirklich spielentscheidend, aber es ist ein bisschen ganz nette Background-Story. So, wir sehen, dass die Dungeon-Grafik auch anders ist. Das Spice ist nämlich eine Höhle. Kein gemauertes Dungeon. Despise ist auch nicht allzu kompliziert. Falsch, es ist nicht allzu schwierig. Es ist relativ kompliziert, den Weg zu finden. Aber es gibt, glaube ich, The Maze of Lost Souls. Yeah. Es gibt auch keine Dungeon-Räume, was schon mal gut ist. Und die Monster sind, glaube ich, nicht allzu schwierig. Es kann ja nicht sein, dass das vom Level abhängt, aber das, da bin ich mir nicht mehr sicher. Also von... Da sind wir gekommen. Süden. Und nach hier. So. Ach so, ich habe übrigens mal nachgeguckt. Look. Mit Look kann man Fountains benutzen. Yep. Mhm. Ja, hätte man drauf kommen können. Andererseits ist es auch... naja. Oh, hallo. Pitchrap. Okay. Das ist vom Prinzip sogar da, wo wir hinwollen, glaube ich. Schauen wir mal. Können wir hier irgendwas? Nothing on the stalactite, okay. Okay, Pit Trap. Also, was wir schon mal machen können, ist da. So, jetzt sind wir auf Level 3. Ja, vor die laufen wir mal weg. Hier gucken wir mal. Finden wir nichts. Was ist das? Kann man das attacken? Nee. Hm.
Da ist eine Treppe nach oben. Mal wieder ein Level nach oben gehen. Und vielleicht sollten wir einfach mal unseren Magic Carpet benutzen. Können wir nicht. Okay, also fallen wir automatisch in Pit Traps oder können wir die irgendwie... Können wir die irgendwie uns anzeigen lassen vorher? Ist das... Reveal vielleicht? Nee. Reveal ist so unsichtbare Gegner. Keine Ahnung. Müssen wir vielleicht mit den Pit Traps einfach leben. Sind wir hier. Ist das dann Pit Trap oder was ist das? Mal hingucken. Ja. Okay. Nun wollen wir da mal nicht reinfallen. Und stattdessen... ja, ja. Du bist im Weg, hilft nichts. Müssen wir... Crown haben wir auf. Ich kann also... Du kannst uns also nichts... Also können wir uns jetzt hier in aller Ruhe mit dem Reaper, um die Reaper kümmern. Die sonst ja ziemlich lästig sind, weil sie uns einschläfern können, aber da ihre Magie nicht funktioniert, haben sie faktisch keine Chance. Und das finden wir auch ganz gut. Okay. Mal gucken, wie die auf Tremor reagieren. In Varispor Ilem. Naja, hat nicht wirklich viel gebracht. Bringen wir ein paar Slimes um. Beziehungsweise... Erschaffen wir mehr Slimes, weil die so unglaublich schwer zu killen sind für unsere hochstufige Party. Yep. Yep. Come on. Och. So, es werden immer mehr. Aber die sind im Gegensatz zu Gargoylen nicht so schwierig. Das heißt, besteht hier keinerlei Gefahr für unsere, für unser Leib und unser Leben. Unsere Leib und unser Leben. So, sehr schön. Okay. So, jetzt muss ich mich mal wieder orientieren. Wir sind jetzt in Level 3. Da müssen wir, glaube ich, hin. Ich sollte einfach mal zwischendurch speichern. Hier wollen wir runter. Ja. Oh. Geh mal weg. Okay, die können unser Essen klauen. Das muss nicht unbedingt sein. Mist, was? Na also. Okay.
in was vor Elend. Der Spell war in Ultima 4 definitiv besser. aber fehlt, ist es einfach nur Zufallsgenerator abhängig, wie viele killen. Wie viele wir damit killen. Na komm on. Stirb doch mal! Na also. Also über die Truhenhäufigkeit können wir uns dabei bei den Gremlins nicht beklagen. Worüber ich mich beklagen kann, ist, dass wir nicht treffen. Na also. Sammeln wir alles ein. Üben und get. So, hier wollen wir wieder runter. Jetzt sind wir schon Level 5. Level 5. Vom Prinzip hier lang. Oh, guck mal, Geyser. Mehrere Geyser. Die auch wieder nichts machen können, weil ihre Magie nicht funktioniert. Oh. Na, come on. Okay. So, jetzt die Insekten werdet ihr ja wohl noch kaputt kriegen, Freunde, hier. Na gut. Wollen wir sicherheitshalber? Ja, wir wollen... Da lang, da lang, da lang. Ja. Hier lang. Hier runter. Jetzt sind wir in Level 6. Welche Treppe ist es? Ist es... Ich glaube, die direkt unter uns. Du, lass mich mal in Ruhe. Ja. Oder Leiter. Es gibt hier nämlich auch Fake-Leitern. Wo man da einfach in ein Loch fällt, glaube ich. Ich glaube, es war ein Loch. Also es gibt hier eine ganze Menge Sackgassen, die man umgehen muss. Es gibt zum Glück, wie gesagt, keine Dungeon-Räume und die Gegner sind auch relativ einfach. Deswegen ist das eine nicht so schwierig. Climb down. So, jetzt sind wir schon mal unten. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch den Weg rausfinden. Mach mal Licht hier. So, da geht's nach oben. Wollen wir nicht. Wir wollen... Hier, geht's weiter nach unten. Down. Exit to the Underworld. Sehr schön. Okay. Wir sind in der Underworld. Wo in der Underworld sind wir? Da sind wir. Da ist Wasser. Das sieht schon so aus, als könnte da eventuell mal
könnte da was mit Schiffen, die hier reinkommen oder so. Mal gucken. Folgen wir mal dem Wasser. Aua. Wieso stört uns eigentlich ein Earthquake? Ja, aber gut, wahrscheinlich, weil uns irgendwelche Steine auf den Kopf fallen. Aber ich meine, wir sind nicht... Wir schweben. So, ich glaube hier... Ja, ja. Ich glaube hier irgendwo... Nee. Ich glaube noch weiter. Ja. Ich glaube, hier kommt man raus. Also hier fällt man... Ja, hier in diesem tiefen Teil. Ich glaube, das ist der Bereich, in dem man von einem Whirlpool reingesogen wird. Oder wenn man in einen Whirlpool gesogen wird, kommt man da raus. Wir wollen jetzt hier aber einfach mal gucken, was es hier noch so gibt. Da gibt es noch etwas. Okay. Probieren wir mal, wo wir hier hinkommen. Okay. Licht. Eine Höhle. Okay, und gucke mal, was haben wir? Das ist nicht unbedingt das richtige Icon-Spiel, aber, na gut. Ararat. Und ist Ararat etwa eine Festung? Nein, Ararat ist ein Schiff. Und zwar eins, das hier gestrandet ist, nachdem es durch einen Whirlpool gefallen ist. Aus irgendeinem Grund ist das Icon dafür, dieses Festungsding. Oh, hier haben wir auch jemanden. Wollen wir ihm erstmal wie üblich seine Sachen klauen und dann wollen wir mal warten, bis er Sea Wizard. Nee, wollen wir mal gucken, bis der Wizard aufwacht. Schläft aber lange der Wizard. Da bist du. Okay. So, dann mal gucken, wer das hier ist. You see an unkempt mage in tattered robes. At long last, another living soul. Wer bist du denn? My name is John. Captain John. Wichtiger NPC. Also, für die Backstory wichtiger NPC. Captain? Was machst du so? I fear the Shadow Lords. Den Beruf möchte ich auch mal haben. Warum denn? Years ago, my ship was swallowed by a massive whirlpool. Years ago schon. Okay, vielleicht war das doch nicht die nach denen die Expedition von Lord British gesucht hat. Das ist nicht hundertprozentig klar, also mir zumindest nicht. Kann allerdings sein. Nur warum hat Lord British dann... Years ago... Ist das denn schon alles Jahre her? Weil ich meine, die Underworld muss es ja schon gegeben haben. Sonst hättest du ja nicht in ihr stranden können. Wo sind wir nochmal in Ultima 4 in den Whirlpools hingekommen? Das weiß ich gar nicht mehr. Gottes Willen. Das ist noch nicht so lange her, Pux, aber nee, egal. Also ist auf jeden Fall vor years ago. My ship was swallowed by a massive whirlpool. The remains of my ship washed up on this isle with myself and three others. Okay, mir fällt auf, dass du hier jetzt alleine bist. When I recovered, I explored my surroundings and found a great gem broken into three shards. Ach, den Gem of Immortality von Mundane? Hast du gefunden? Oder die Teile davon? Okay. Was ist dann passiert? The shards full of evil drove me to kill my three companions and from their blood sprang the three Shadow Lords. Okay. Alle mal herhören. Er ist an allem schuld. So. Jetzt haben wir es alles geklärt. Also, er hat den Gem von Mundane oder wie auch immer das war. Ich glaube, Mundane, egal, gefunden. Und das hat uns auch irgendeiner erzählt, ob es der Gem, von wem der war. Mundane's Gem of Immortality, genau. Die Shards davon haben ihn wahnsinnig werden lassen. Und daraufhin hat er seine. Also, sagt er. Ne? Also.
offensichtlich ist das schon, hat er sich schon überlegt, wie er sich verteidigt, weil ich meine, offensichtlich, auf Unzurechnungsfähigkeit und so weiter. Aber glauben wir ihm einfach mal, ist ja nicht so, dass uns als Avatar das in irgendeiner Form interessiert. Also, das kann ja, wen er da ermordet, das ist ja, ich meine, wir ermorden ja auch, wenn uns der Sinn danach steht. Wir sind ja der Avatar, das heißt, das ist kein Mord, das ist berechtigt oder angemessener Entzug des Lebensberechtigungsscheins oder so, irgendwie sowas in der Art ist das. Wir sind ja der Avatar, das heißt, wir haben immer recht. Also, From the blood of their companions sprang the three Shadow Lords. Also die three Shadow Lords haben sich, Ja, ist doch mal gut, dass du nur mit drei Leuten hier warst und nicht mit 20, ne? Wenn ich das mal sagen darf. Oder, ich meine, wenn es drei Teile waren, die three Shards, vielleicht wären da noch nur drei. Ja, es wären immer nur drei Shadow Lords entstanden. Okay. Na gut, erzähl mir mehr. Taking the shards deep into this underworld, they entrapped Lord British and hold Blackthorn in their power. Ja gut, dass die Blackthorn irgendwie in der Tasche haben, das wissen wir ja schon. Oder haben wir uns das schon gedacht? Oder andere Leute haben sich das schon gedacht. Entrapped Lord British ist auch eine gute Idee. Also haben sie offensichtlich auch gemacht, das wussten wir auch schon. Taking the shards deep into that underworld. Was ich nicht ganz verstehe... Wenn, wissen Sie, dass man über die Shards sie zerstören kann? Weil dann würde ich sie hier nicht unbeaufsichtigt in der Underworld rumliegen lassen. Ich meine, klar, zugegebenermaßen ist da schwer ranzukommen, aber es ist halt nicht unmöglich. Und also wenn ich jetzt der Shadow Lord of Hatred beispielsweise wäre, da würde ich einfach an seiner Stelle die Shard of Hatred einfach immer bei mir führen. Oder so. Oder vielleicht, ja, Oder man muss sie auch wirklich buchstäblich in der Flamme der Dings zerstören. Oder ich würde sie in den Vulkan schmeißen. Ich meine, es gibt ja noch hier noch genug Lavaseen oder so. Da kommt man da auch nicht so einfach an. Also scheint das ein bisschen nachlässig gewesen zu sein, die hier so unbeaufsichtigt, und sie waren ja nur unbeaufsichtigt vom Prinzip, in der Underworld rumliegen zu lassen. Aber naja, Bösewichter, irgendeinen Fehler machen sie immer. Sonst würden die Guten ja auch nie gewinnen. Okay. They spare me only to taunt me with such news until my dying day. Ach, du stehst in Kontakt mit denen. Fernmündlich, oder wie darf ich mir das vorstellen? Also die kommen, die Charlottes haben echt busy day. Also nicht nur sind sie regelmäßig in ihrem Fort, also in ihrem Keep, also in Stonegate. Wo man sie tatsächlich aber so mal antrifft. Sie reisen auch noch buchstäblich ständig die verschiedenen Städte ab, um da Ärger zu machen. Gleichzeitig kontrollieren sie auch noch Lord Blackthorn und sagen dem, was er zu machen hat. Und dann kommen sie auch noch ab und zu mal hier vorbei, um so dir gegenüber zu machen. Also die sind schon, die haben echt einen busy day, kann man nicht anders sagen. Wilt thou save Britannia? Ja, klar. Might I join thee? Ja, können wir dich ja hier mit rausnehmen. Let me avenge my wrongdoing. Nee, werden wir nicht. Wir werden dich bei erstmöglichen Gelegenheit wieder rausschmeißen. Obwohl du vom Prinzip der bessere Magier bist als Mariah. Du hast nämlich Dexterity 20. Das heißt, du kommst häufiger dran als Mariah, die inzwischen auch 20 hat. Okay. Ist das durchs Aufsteigen gekommen? Ich hatte gedacht, du hättest weniger. Egal, wir werden auf jeden Fall Mariah behalten, weil die ja schon Level 5 ist und der Depp ist ja erst Level 3. Aber, was viel wichtiger ist, wir können ihm, vielleicht auch ein bisschen, damit er, also als Buße, also als quasi, ja, als Buße für seine unbeabsichtigt bösen Taten, die Britannia an den Rand des Abgrunds gebracht haben, können wir ihm sein Amulet of Turning wegnehmen. Und dafür geben wir ihm einen Ank, der ist kann er sich drüber freuen. also er soll ja auch was zurückbekommen, ist ja nicht so. Ne? Wir wollen ihn ja nicht bescheißen, also es soll ja kein Betrug sein hier. Und was wir dann machen, dann gucken wir uns mal... hat das, glaube ich, schon YOLO.
Spiked Shield. Magic Axe, Protection Ring, Spiked Collar, das lesen wir ab und lesen wir das Amulet of Turning an. Sehr gut. Es hat sich für uns also schon mal gelohnt. So, dann mal hier nochmal gucken, was wir hier so haben. Ja, ein ziemlich großes Schiff. Wovon lebst du eigentlich? Also jetzt mal, gibt es hier irgendwo Nahrung? Oder bringen die... Ah, du hast Vorräte. Okay. Da ist aber nichts mehr drin. Also zumindest nothing of note. Allerdings wäre Nahrung, glaube ich, auch nichts, was wir... Obwohl, Food könnten wir finden. Whatever. Vielleicht ist gerade gestern ihm sein Nahrungsvorrat ausgegangen. Das könnte ja sein. Ich glaube, hier ist sonst nichts. Können wir die benutzen? Ja! Oh, kannst du sogar verteidigen hier. Na schön. Haben wir noch irgendwas Geheimes? Ne, Geheimwände gibt es hier nicht. Ja, da würde ich sagen, gehen wir wieder. Wie kommen wir raus? Den gleichen Weg, den wir genommen haben. Wir gehen diesmal hier lang. Hier kommen wir nämlich, glaube ich, auch raus. Yes. Hier lang. Oh! Auch auf dem Carpet rutschten wir durch den Wasser. Ach, Spiel. Das ist nicht dein Ernst jetzt hier. Doch. Das ist der Ernst des Spiels. Grapple passt hier auch nicht. Das ist also One Way, so wie es aussieht. Na gut, dann gehen wir den Weg, den wir gekommen sind. Da wissen wir ja, wie wir... Ja. Das funktioniert ja. Hupala. So. Da kann John auch gleich mal aktive Buße betreiben und ein bisschen mitkämpfen. Vielleicht kann er ja sogar wen killen. Ach, du hast keine Waffe, mit der du was killen kannst. Amt mit Dagger. Nee, dann lass das mal besser bleiben. Außerdem brauchst du ja keine Erfahrungspunkte, weil wir die eh gleich wieder rausschmeißen. Könnte mal Grace lightly wounded. Das ist ja alles fantastisch. Critical, na also. Könnte mal jemand? Irgendwer? Dankeschön. So, also. Jetzt müssen wir wieder ins Dungeon und dann müssen wir den Weg... den Weg zurück... wo ist das blöde Dungeon? Da, oder? Oder ist das was anderes? Das ist offensichtlich was anderes. Nee, das war noch weiter. Wir waren ganz am Ende des Wassers. Hier. Nee, hier auch nicht. Hier ist es. Okay, dann... okay, Ignite Torch. Safe. So. Jetzt müssen wir vom Prinzip den gleichen Weg wieder zurücknehmen. Das können wir noch machen. Und dann... dann haben wir uns nämlich den Moonstone gespart. Deswegen habe ich auch keinen mitgenommen. Die will ich für die unangenehmeren Dungeons benutzen, dass wir da nicht wieder zurück müssen. Okay.
auch. Müssen wir uns ja auch noch mit Geistern rumärgern. Okay. Wo will ich hin? Oh, da ist eine Pit Trap. Ah, so sehen wir die. Okay. Naja. Naja, da kann ja keine Pit Trap sein. Nee, das ist so eine Falle. Okay, treten wir mal besser nicht drauf. Gehen wir stattdessen hier lang. Das sieht richtig aus. Ja. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Okay, Level 4. Level 3. Falsche Richtung, oder? Moment. Den Gem gucken. Ich glaube, wir wollen eine von diesen beiden. Herr Jemine. Die geht nach unten. Oder ist es die? Ja, sieht richtig aus. Okay. Ach, come on. Na gut. Gehen wir noch mal ein paar Gremlins. Gibt ja immer ganz guten Loot, wie wir am letzten Mal gelernt haben. Oder auch nicht. Okay. Stark zufallsabhängig. So, und jetzt die letzten beiden noch. Sehr gut. Level 1. Hier müssen wir hier lang, 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 hier lang. Ne? Ja. Exeter Britannia, sehr schön. Dann Magic Carpet. Und was die nächste Stadt ist, Britain. Ach du liebe Güte. Lass mich ja bloß in Ruhe hier. Meine Fresse. Haben wir eine Menge Monster angesammelt. Irgendwie kommen wir hier. Irgendwie müssen wir hier, hier. So, hier ist Britain. Und es ist kein Dings anwesend. Kein Shadow Lord, das ist sehr gut. Dann können wir John jetzt einfach mal... Hier ist das Inn. Komm mal her. Ah, du bist das nicht. Wo ist denn der Innkeeper? Haben wir schon? Nein. Wo
ist der Innkeeper. Das hier ist das Inn. Ach, der ist wahrscheinlich zu Tisch gerade. Da bist du. Guten Tag. Happy. Yes. Art thou here to pick up or leave a companion? Leave a companion. John bleibt hier und the word for almost, das ist mir sowas von egal. Yes. So, dann kannst du hier dann, nee, kannst du nicht. No. Kann John hier bleiben und sich mit den anderen, die wir hier geparkt haben, kann darüber diskutieren, wie gerecht und richtig die Wege des Avatars sind und wir müssen uns nicht mit ihm belasten und seine Redemption und was auch immer, ist ja nicht unser Problem. Ja, da würde ich sagen, haben wir diesen Teil der Hintergrundgeschichte herausgekriegt. Also wir wissen jetzt, wo die Shadow Lords herkommen. Das hilft uns nicht wirklich, aber es ist zumindest ganz nett, dass wir diese Informationen jetzt haben. Dann würde ich sagen, gehen wir beim nächsten Mal den Shadow Lord of Hatred, den Shadow Lord of Cowardice an. Dann können wir nämlich auch noch gleich nach den Mystic Weapons suchen. Und bevor wir das machen, werden wir noch zwei oder drei Moonstones ausbuddeln, damit wir einen easy, leicht zu benutzenden Weg zurück haben. Ja, okay, das wär's für heute. Wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder mit mehr Ultima 5. Bis dahin. Tschüss.